Also, so, herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer School. Der Dozent macht sich schon warm. Das war eine andere Sportart. Herzlich willkommen bei Waxer RC TV und Steckerkunde mit den AC-Freunden Bayerwald. Ja, wir wollen es doch unterhaltsam halten, oder? Schön. Läuft schon. Gut. Andi, was ist das Thema heute? Heute haben wir das Thema, was gibt's für Stecker? Es gibt ja tausend verschiedene, ne? Und ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Was ist das, was ist das, was ist das, für was braucht man das? Für was braucht man das Ding? Fangen wir mit dem mal an. Das da? Ja. Also, das nennt sich ein sogenanntes Balancer Board. Ah. Und zwar hast du auf diesem Balancer Board die Möglichkeit, alle deine Akkus von 2S, 3S, 4S, 5S und 6S anzuschließen. Sehr gut. Ja, das heißt, das kannst du mit diesem Stecker, das ist ein gängiger Stecker an jedem Ladegerät vorhanden, anschließen, wenn du eben aufgrund der Kabellänge einfach ein bisschen Verlängerung brauchst oder es gäbe jetzt aus irgendwelchen Gründen keinen Anschluss oder einen anderen Anschluss, wo diese Stecker nicht reingehen, dann kannst du es da damit adaptieren und da, wie gesagt, jeden Akku bis 6S einstecken. Was auch ganz wichtig ist, wenn ihr die Akkus ladet, muss der Balancer-Anschluss immer, und zwar immer mit dran sein. Auch die guten und gängigen modernen Ladegeräte, die meckern, wenn ihr das nicht macht. Ich dachte früher immer, es gibt auch nur diesen. Das sind sogenannte XH-Anschlüsse. Okay? Mhm. Es gibt tatsächlich Akkus in dieser Welt, die haben andere Balancer-Anschlüsse. Das gibt es. Und da gibt es, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene. Das heißt, wenn jemand mal mit diesem Balancer-Adapter nicht weiterkommt, dann müsst ihr tatsächlich mal ins Internet schauen und ich werde dem Andi gleich mal ein Foto zukommen lassen, das er euch jetzt einblendet, um dann zu zeigen, wie so ein alternatives Board aussieht. Da sind wirklich noch andere Balancer mit drauf. Und wenn ihr mal ein Modell habt mit einem wirklich schwierigen Balancer-Anschluss, besorgt euch diesen Adapter, der ist nicht teuer. Ich glaube, irgendwas zwischen 15 und 20 Euro und ihr seid euer Lebtag im Modellbau angezogen mit Balancer-Adapter. Passt. Wichtiges Teil. Nein, da haben wir natürlich da die ganzen verschiedenen Stecker. Was ist das zum Beispiel? Den habe ich jetzt wieder vergessen. Also, aber das hieß HMX oder irgend so ein Zeug. Ja, also Freunde, das ist so ein Stecker, den braucht eigentlich kein Mensch. Ja, der ist mir jetzt heute... Ich habe das gefunden, weil ich nicht gewusst habe, wo der Akku überhaupt hingehört. Ich glaube, der war mal in einem Flieger drin. Oder so. Würde ich jetzt auch schätzen. Also, irgend sowas. Flieger, Drohne. Ja, genau. Weil so im Modellbau bei uns in der Autos, da benutzt man den nicht. Ist ein Turnigy-Akku. Also es wird auf jeden Fall schon seine Daseinsberechtigung haben. Genau. Ja, mit dem war der. Der rote, der Klassiker. Dieser gängige. T-Plug. Dienststecker nennt man ihn auch. Warum immer? Ich finde mal her, dass man den T sieht, warum der T-Plug heißt. Genau, der hat oben eine quersitzende Litze und nach unten dann den Minusanschluss. Kann man sich übrigens auch immer gut merken, rot ist immer quer. Ah, okay. Rot ist immer oben, rot ist immer quer. T-Plug. Der gängigste Stecker bei uns im Modellbau von 2, 3S bis manchmal sogar 4S Modelle wird eigentlich relativ viel ab Werk T-Plug verbaut. Okay. Tamiya? Tamiya-Stecker. Standard in den Tamiya-Modellen, deswegen heißt er auch so. Mein Lieblingsstecker, den kennen Sie gar nicht. TRX, Traxxas eigenes Patent. Sehr speziell, gibt es aber mittlerweile auch viele Adapter für. Echt? Ja. Okay. Ich zum Beispiel habe in alle meine Traxxas-Modelle, weil ich ja viel mit XT90 fahre, das ist zum Beispiel sowas, und da gibt es einen Adapter XT90 auf Traxxas, TRX-Stecker. Okay. Der ist zwar nicht weit verbreitet, aber er ist verbreitet. Sehr gut. Ich denke, man gleich den XT60 daneben halten. Das machen wir auch. Dass man den Größenunterschied mal sieht, weil das ja im Prinzip dasselbe Stecker ist, bloß halt verschiedene Größen, ne? Wenn man es so nimmt. So sieht's aus. Jetzt stelle ich mal eine Frage an die Runde. Tschüss, Les. Wann nimmst du XT60 und wann nimmst du XT90? Kommt drauf an. Auf was? Ja, was halt vom Regler her vorgegeben ist. Meinst du nicht, es gibt noch einen anderen Grund, warum sie in den Größen unterscheiden? Warum? Was gibt's denn noch? Strom, der durchfließen kann. Okay. Also im Prinzip, je größer der Stecker ist, desto mehr ist er in der Lage, auch Strom zu transportieren. Das heißt, so Stromspitzen wie 150 oder 100 bis 150 Ampere sollte ich dann vielleicht eher mit XT90 fahren wie mit XT60. Okay. Weil, wenn der Stecker nachher zu klein ist und die Energie kommt raus und ich habe dann noch einen wunderbaren 100C-Akku, der mir den sprückt, dann ist es auch schon passiert, und das ist vielen schon passiert, dass es hinten das Kabel abgelötet hat. Und deswegen haben auch die Basher oder je größer unsere Fahrzeuge werden, dann nicht mehr den T-Plug mit dran, sondern gehen Richtung EC5, XT90. Gut, Traxxas bleibt.
Bei den anderen haben wir ja mal so Unterschiede, jetzt wie gesagt hier den EC3, glaube ich, ist das. Ja, EC3 ein ganz kleiner, der ähnlich wie der XT60 für Kleinmodelle bis 2, maximal 3S meiner Meinung nach funktioniert. Mhm. Ab 4S empfehle ich beispielsweise dann doch schon den EC5 oder den XT90 zu verwenden, weil wir dort mit den 150 Ampere-Reglern und den großen Akkus einfach abgesichert sind. Die sind eh identisch, die kannst du zusammenstecken. Ja, fast. Was? Hast du jetzt zwei Akkus zusammengesteckt? Nee, habe ich nicht. Das wäre jetzt noch gewesen. Dann kommt der Lichtpunkt. Nee, also tatsächlich, es gibt ganz, ganz wenige Stecker, die auch ineinander arbeiten. Was man machen kann, es gibt zum Beispiel diesen, halt stopp, da muss man aufpassen. Das ist nämlich irrsinnigerweise ein IC5. Das ist der Cousin vom EC5. Und warum gibt's den? Keine Ahnung. Was fällt dir auf, wenn du sie beide anguckst? Zwei verschiedene Farben. Aber da ist was ganz Elementares mit dabei. Ah, da in der Mitte ist so ein Spin drin, der ist noch nicht. Ja, der hat dann nochmal so ein kleiner Fiedler. Ja, genau. Jo, und warum? Ich weiß es. Spektrum ist schuld an dieser Misere. Ah. Bisher im Markt verbreitet EC5. Jetzt kam Spektrum ums Eck mit einem IC5-Anschluss, der da noch diesen Smart-Anschluss hat. Und wir wissen ja, alles, was wir mit Spektrum verwenden, Fahrzeuge, ESCs in Verbindung mit Ladegeräte, das ist quasi der Kommunikationsstrang, der zwischen Akku und Ladegerät oder Akku und Fahrzeug arbeitet. Ihr habt ja oftmals auch Telemetriegeschichten, das geht alles über diesen Stecker. Und das würde bei einem normalen EC5-Stecker nicht funktionieren. Okay, dann haben wir nur das ficke Ding. Beim großen Akku brauchen wir dann schon EC8. Das hat jetzt wahrscheinlich auch den simplen Hintergrund, dass der einfach aufgrund von der Akkugröße und der Anwendung, weil, sind wir ehrlich, so ein 6S Akku packst du wahrscheinlich mal in einen MCD, packst mal in einen großen Onroader. Wo fährst du den? TBXL. Siehste. 12S. Genau. Und da braucht man das. Und da gehen wahrscheinlich auch mehr Strom nochmal durch aufgrund vom ESC, der dann 300 Ampere saugt. Und darum nehmen wir da einen EC8er Anschluss. Weil sonst würde mir auch hier ablöten, Thema erledigt, Lichtblitz TBXL in Flammen. So, die Dinger hier, kannte ich einmal. Gibt's in groß. Habe ich mir schon mal angeschaut beim Sascha Meyer. Den hat er nämlich im DBXL drin gehabt. Genau. Das sind nämlich die Goldkontaktanschlüsse. Das sind die Bananenstecker, ne? Die heißen aber nochmal anders. Das ist. Ja, also. Auf jeden Fall, das sollte man nicht machen. Lichtbogen. Und ja, aber wird tatsächlich, ich kenne die in groß. A, B, G, nee, A irgendwas. Ich kenne die, kenn die in groß. Sind auf jeden Fall auch gute Anschlüsse, wird auch oftmals im RC-Rennsport verwendet. Drum hab sie. Ja, also. Ja, dann mal wieder. Kappe wieder drauf. Hüfterli wieder drauf. Genau. So, passt. Ja, und ansonsten hast du mir nichts mehr mitgebracht heute. Na, dann haben wir das Thema Stecker schon erledigt. Welcher Stecker ist denn dir der liebste? Du tragst das, weil da habe ich am meisten. Hm? Lötest du deine Stecker selber? Ich habe kein Lötgerät. Robert! Okay. Der kam unerwartet, ne? Ich bin nicht oft im Leben sprachlos. Aber jetzt hast du mich erwischt. Hat hier. Und hab kein Lötkolben. Nicht mal ein Portablen oder wie? Ich kann nicht löten. Nee, sein Lötgerät heißt Robert. Robert! Hobby! Machen wir dann mal einen Lötkuss. Von mir aus. Schieß nichts. Kann der Robert halten dann. Das ist ja doch mal ein Thema. Erzähl's gut. Ja, wie löte ich richtig? Also tatsächlich, ich habe über die Jahre echt gelernt zu löten. Also ich war schon immer fürs Löten affin, das passt. Mhm. Aber jetzt mit dem RC-Modellbau kam es doch oft zusammen. Und bei mir ist halt tatsächlich so, mein favorisierter Stecker ist jetzt der XT90, wie ich ja gerade gesagt habe, bis 1,8er Größe. Und der geht vom Löten her auch am leichtesten, finde ich. Ja, schon, ja, dann fangen wir mit dem mal an. Der ist sexy. Das Schlimmste zum Löten ist, also bei vielen der T-Stecker, warum auch immer das so ist, Tamiya-Plug ist super easy, da braucht es einfach nur eine Grip-Zange und dann braucht man gar nicht löten. Brauchst gar nicht löten, den kannst dann. Das kann sogar ich. Das könntest du. Aber wobei das ist, tatsächlich schwerer, wie man denkt. Ja. Also ich krieg das mit dieser Grip-Zange auch bloß
bedingt hin. Okay. Ich bin dann immer so einer, der trippt es einmal zusammen und muss dann danach mit einer kleineren Zange immer nochmal verpressen und drücken und machen und tun, damit es dann irgendwie reingeht. Und dann noch einen Tropfen Sekundenkleber drauf und am besten einfach abreißen mit einem Tiefschlag drauf. Das ist dann für mich das Einfache. Genau, also das Thema Sticker, glaube ich, haben wir durch. Wenn es noch Fragen hat, haut es unten in die Kommentare rein. Der Dozent reiht mal langsam durch. Ich glaube, der ist mit der Gesamtsituation überfordert. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. So geil. Ich muss meiner Frau erzählen. Und was hast du heute gemacht? Warte kurz. 1, 2, 3, 4, 5 Videos drehen.